Die durch die Bundesregierung geplanten Ausschreibungen für Windenergie an Land waren das Thema beim parlamentarischen Frühstück des BWE-Landesverbandes Niedersachsen-Bremen am 14. Oktober in Hannover. Der Einladung des BWE folgten 4 Fraktionsvorsitzende und mehr als 30 weitere Landtagsabgeordnete. Die Windbranche war mit den 5 Herstellern Enercon, GE, Vestas, Nordex und FET sowie 8 BWE-Regionalverbandsvorsitzenden vertreten. Auch der Fachverband Biogas, der Landesbauernverband und der Niedersächsische Landkreistag nahmen teil. Das geplante Ausschreibungsgesetz ergibt eine bedrohliche Situation für die kleinen und mittleren Akteure der Windbranche. Deswegen war es den 5 eigentlich im Wettbewerb stehenden Herstellern wichtig, gemeinsam mit dem BWE deutliche Forderungen an die Politik zu richten. Ein hohes Ausbauvolumen, ein zur Finanzierung der Projekte geeignetes Vergütungsmodell und eine Ausnahmeregel für kleine und mittlere Akteure standen im Vordergrund. Wichtig auch, ein Schutz der Bürgerwindparks. Der BWE-Landesverband forderte außerdem gute Standortfaktoren im Vergleich zu anderen Bundesländern. Niedersächsische Unternehmen dürfen im Bieterverfahren nicht abgehängt werden. Die bisherigen Maßnahmen der Landespolitik bewertete der BWE mit einer guten 4. Und forderte alle Abgeordneten auf, sich für die niedersächsische Windbranche und die Energiewende einzusetzen. Der BWE überreichte dazu den anwesenden Politikern ein Hausaufgabenheft mit Punkten, die in Niedersachsen noch zu verbessern sind. Schnell umgesetzt werden müssen: erstens eine Verabschiedung des Windenergieerlasses für mehr Rechtssicherheit. Zweitens eine höhere Flächenausweisung. Drittens ein niedrigeres Ersatzgeld für Eingriffe in das Landschaftsbild und viertens eine statt 2 Genehmigungsgebühren. Überraschend war, nicht nur die regierenden Parteien SPD und Grüne, sondern auch CDU und FDP setzten sich parteiübergreifend für gleichwertige Standortbedingungen zum direkten Nachbarn Nordrhein-Westfalen ein. Die CDU bot den Regierungsfraktionen außerdem Unterstützung beim Windenergieerlass an. So funktioniert eine gute Ansprache an die Politik. So funktioniert auch ein starker Verband hier in Niedersachsen-Bremen. Jetzt haben wir viele Verbündete. Damit war das parlamentarische Frühstück ein voller Erfolg. Die Debatte mit den Abgeordneten setzt der BWE-Landesverband auf seinem parlamentarischen Abend- und Neujahrsempfang am 20. Januar 2016 fort. Jetzt gilt es, nicht locker zu lassen. Die Politik muss den Standort Niedersachsen fit machen für den kommenden Wettbewerb.